So. Webstuhl. Fehlende Zutaten. Mir fehlen Krötenwarzen. Mir fehlt hier wahrscheinlich einiges. Na gut, aber jetzt muss ich erstmal mit Dingsbums sprechen. Wo ist er dann? Keine unidentifizierte Ausrüstung. Ach so. So, jetzt gibt's erstmal was zu futtern. Du auch. So, du natürlich auch. So, was haben wir denn jetzt hier? Sammeln. Es ist zwar auf der einen Seite, verstehe ich es zwar, auf der anderen Seite muss es doch auch anders da gehen. So. Komm, fress mal was. Komm, du auch. Da kann man bestimmt ewig Zeit mit verbringen. Ja, komm, drauf geschissen. Ich will erst mit diesem komischen Kobold da sprechen. Bobby Sweeting. Interessanter Name. So, mein Guter. Die Testrale sind sicher und die Gehegezauberanweisung ist gekauft. Ausgezeichnet. Um ihre Testrale zu züchten, setzen sie sie einfach ins selbe Tiergehege, in dem sie das Zuchtgehege beschwören. Benutzen sie dann das Zuchtgehege. Sprechen Sie mit Deke, wenn Sie fertig sind. Mache ich. Ich frage mich, wo ich das Gehege beschwören soll. Das sieht nicht schlecht aus.
Musik staunt immer wieder über den Raum. Jetzt haben wir den perfekten Ort für diese Testrale. Das ist doch super. Sie Dieg von ihrer Zucht. Ich habe keine Ahnung. So. Theatrale, ne? Ah, es ist viel zu viel. Der Zuchtgehege habe ich auch beschworen, oder nicht? Drehen? Ich habe keine Ahnung, ob das hier gut ist. Ich habe keine Ahnung, ob das so gut ist. Ich glaube, das ist jetzt nur noch so Dekoration, ne? Ja gut, so viel will, so krass will ich mich hier jetzt auch nicht leben. Testralzucht. So, und jetzt? Ah, Testralwesen muss ich sammeln. Ich muss mal gucken, wo ich die hin habe. Die glaube, habe ich, glaube ich, woanders da reingepackt. Ne, hier habe ich die Wiese. Die müssten hier sein. Ist das ein Testral? Das ist Wolkenschwinge, okay. Weibchen. Hier ist ein Männchen. Ganz ruhig. Ich tue dir nichts. So, von denen habe ich ja ein paar. So. Ich habe keine Ahnung, ob ich da beide reintun muss. Aber Wolkenschwinge kriegt auf jeden Fall noch was zu futtern. Du kleiner Vielfraß. So, dann machen wir einfach heute hier mal ein bisschen Arbeit, was hier angeht. Was diesen Raum angeht.
So, nehme ich mal mit. Was haben wir denn hier? Noch ein bisschen Mondstein. Das ist gut. Not bad. Na dann. Habe ich jetzt eigentlich genug, um irgendwas noch abzugraden oder so? Ich weiß halt nicht, was Sinn macht, wirklich abzugraden. Krötenwarzen. Krötenwarzen. Flupper. Fuwupper. Ah, okay, dann ist es wahrscheinlich an Dingsbums gebunden. Ah, ich brauche eigentlich noch was für kleine Tiere. Ich habe hier nämlich nichts mehr. Na gut. Dann mache ich das mal hier. Ich probiere mal. Ich gucke einfach mal, ob es passt. Ich finde, hier könnte noch mehr Gehege kommen. So ein Sumpfgehege für Kröten oder so wäre ganz cool. Der würde hier hinpassen. So, du kleiner Dodo. Du komische lila Kröte. So, so. Dann haben wir doch schon mal was. Ja, ich muss mal gucken, ob sich das überhaupt lohnt. Ich habe aber das Gefühl, ich weiß nicht. Noch sehe ich es nicht, aber auf der anderen Seite drei Krötenwarzen, das kostet ja sonst nichts. Ups, Entschuldigung. Was muss ich noch gleich mit den Testralen tun, Deke? Setzen Sie sie ins selbe Tiergehege, in dem das Zuchtgehege ist. Benutzen Sie dann das Zuchtgehege. Sprechen Sie mit Deke, wenn Sie fertig sind. Okay. Ja, das Ding habe ich doch benutzt, oder nicht? Es wäre cool, wenn es nicht so viele Tiere gibt, aber jedes Tier sein eigenes Gehege haben könnte. Okay. Kann ich da noch mehr Zuchtgehege raufsetzen? Keine Ahnung, wenn man wirklich für jedes Tier ein eigenes Gehege haben könnte, so dass ich mir wirklich so eine kleine Herde oder so basteln kann. Da kommt aber der Ranger in mir raus tatsächlich. Gut, Deek. Komm, machen wir jetzt mal mit der Hauptquest weiter. So, ich krieg auch langsam Hunger. Machen wir hier mal weiter.
Ich weiß, ob das so eine gute Idee ist, hier außerhalb von den Wegen rumzuflattern. Ich habe das Gefühl, Wer hier wohl gelebt hat? dass man da einiges vergisst. Oh, nehme ich mit. Ja gut, die Kröten sein zu fangen ist jetzt nicht unbedingt schwierig. Was zum Geier? Ja. Was zum Geier? Okay, das könnte interessant werden. Das ist lustig. Ah, wurde ich wieder rausgeschmissen. So. Aber da ist noch ein Schatz. Ich will erstmal hier hin. Nachtgewand für Liebhaber. Du kriegst so viel Stuff, ne? Nachtgewand für Naturliebhaber. Ah, geht so. Da hätte sich das Upgraden eben komplett nicht gelohnt. Minus 4 verteidigen, plus 4 Offensive. Ich bin mit meiner Verteidigung eigentlich ganz zufrieden. Das war was wert. So, und nu?
Was hat mir das jetzt gebracht? Ich meine, die Türen sind schon lustig, aber die müssen ja auch irgendwas bringen. Ich hab's doch irgendwo gehört. Ich hab doch eben was gehört. Kann ich cheaten? Ja. Fuck. Doch, theoretisch. Nee, das bringt alles nichts. Verstehe ich nicht. Bei aller Liebe. Es hatte doch irgendwas getriggert. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Naja, wie dem auch sei, von mir aus. Dann gehen wir mal hier weiter. Den ganzen Tag rumzustehen und auf Rookwoods Befehle zu warten. Ich gucke zu, wie es nicht aus deinen Augen. Ich wollte dich nur verzaubern. Hol's auf. Ah.
Au. Wenn du dich nicht in dein Schutzschild verstecken würdest, du Muschi, dann wäre das alles auch extrem einfacher für mich. Wenn die Lehrer wüssten, mit was ich mich hier alles anlege. Kannst keine Powertränke mehr tragen. Ja gut, ich bin auch wieder voll. Na, hier gibt es auch mehr zum Holen. Wunderbar, haben wir mitgenommen. Was war das eben? Nee, irgendwie habe ich jetzt eben ein ganz anderes Gefühl gehabt, so Geräusche und so ein Kram. Aber na gut. Wollen wir mal hier weiter. Mal gucken, wie lange wir schon aufnehmen. Ich will es nicht zu lange machen. Ich verstehe das Krötenhaus nicht. Keine Ahnung. Würde aber sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Hier weiter. Wieder mal auf Abenteuertour? Weil, reicht für heute. Beziehungsweise, ich will jetzt nochmal eine Kleinigkeit essen. Ich krieg langsam Hunger. Bis dann. Tschüss.